Hallöchen zusammen, willkommen in einem Video von mir. Ich habe hier diesen wunderschönen Blog von Echo Park, der nennt sich Magical Birthday Girl. Ich schaue mal eben flott. Der ist rausgekommen im Jahr 2020. Ich habe noch einen großen Bogen dazu bestellt. Ja, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich so eine Kurzschlussreaktion bei Kreativbund bestimmt. Da gibt es ja mal die meisten losen Blätter so. Vermute ich mal. Na, auf jeden Fall habe ich den aber auch den großen Blatt auch aufgebraucht. Locker, gar kein Problem für mich, ne? So, wir haben hier 24 Blätter, die sind alle doppelseitig. Hier ist sehr viel rosa, hellblau, gelb, kraftfarben, schwarz. Ich muss gestehen, das Kraftfarben ist total untergegangen. Die Seiten habe ich selten benutzt. Hat sich so ergeben, man weiß das immer nie. Hier reiße ich ein paar ein, weil die, ja, diese Klebebindung da, naja, mal ist sie zu fest, mal ist sie zu locker, man weiß das nicht, ne? Aber ist nicht so schlimm. Oben da, wo das Loch ist, ist es ja sowieso immer so ungefähr nach oben, ist so ungefähr 6 Inch, noch ein paar Millimeter, also ist es gar kein Ding, wenn es da oben ein bisschen einreißt. Also meiner Meinung nach ging alles trotzdem gut. Was soll ich sagen? 24 Karten, ne? Ich brauche meinen Schmierzettel. Ach nee, da oben steht es ja 1 bis 2. Diese Karte 1 bis 2 habe ich ja so eine große Stanze benutzt. Ich habe schon einiges vorgearbeitet, weil die ein bisschen aufwendig ist. Die Ränder sind schon relativ dünn, man muss viel kleben, viel warten. Und diese Stanze, bin ich der Meinung, ist von Chaos Craft von AliExpress. Die habe ich einmal mit Cardstock durchgekurbelt, einmal mit 3 mm Moosgummi. 3 mm Moosgummi gibt es auch bei AliExpress, ob es jetzt Alina Kadel ist oder Chaos Craft. Von beiden Firmen habe ich Moosgummi und finde ich gut. Kann ich nicht meckern. Achtet nur darauf, dass ihr es nur einmal durchkurbelt. Und ich habe die besten Erfahrungen gemacht, wenn man die Schnittkante nach oben zeigt, sodass du es oben gleich sehen kannst, dass es einmal durchgekurbelt. Kurbelst du es mehrfach durch, das Moosgummi wird es immer flacher und flacher. Ja, und dann habe ich mir so einen kleinen Mix hier erstellt. Ich dachte, ich hätte genug Mix gemacht für beide. Deswegen sind beide Schickerkarten von dem Inhalt her ein wenig unterschiedlich. Aber es ist ja kein Ding, ne? Ja, ich liebe ja meine Shaker-Sachen hier zu benutzen. Mache ich eigentlich viel zu selten. Ich bin der Meinung, ich müsste in jedem Video mindestens 5 Shaker-Karten machen, bei so viel Zubehör, was ich habe. Aber manchmal ergibt sich das einfach nicht. Genau. Auch hier habe ich schon hinten Kleber raufgemacht, um das Video nicht so unnötig in die Länge zu ziehen und ein wenig vorgearbeitet. Genau. So. Wie ihr seht, aus der Mattung habe ich auch dieses Geschenk rausgekurbelt. Und man sieht das ja nicht, ne? Ich klebe da einfach so die pinken Sternchen drauf und dahinter ist so das Hellblau. Ja, so Hellblau passt ja auch zu vielem, genauso wie Rosa, ne? Und die beiden zusammen harmonieren auch super. Das war jetzt so voll mein Blog. Ich hatte total viel Spaß mit den ganzen, also auch ein bisschen so Disney angehaucht. Das ist ja so Magical Birthday. Finde ich ja schön. Ich war ja schon mal in Disneyland, das war schon viel zu lange her. Ich warte noch, bis die Kleinen ein wenig fitter sind, also in Sachen Laufen. Und ja, dann fahren wir alle nach Disneyland, keine Frage, ne? Also Paris, nicht Florida, Florida ist nicht so weit weg. Nee. Also hier in Europa auf jeden Fall. Ja, dann habe ich hier noch mit der Create a Smile-Stanze noch so einen hübschen, dekorativen Rechteck ausgekurbelt. Einfach nur, damit mein Geschenk ein bisschen sich mehr absetzt. Und hip hip hurra habe ich ja foliert. Also ich glaube, in diesem Video benutze ich fast alles, fast nur meine folierten Vollstamps, die ich ja hier fleißig bearbeitet habe, weil ich hatte ja so Schwierigkeiten mit meiner Hot Vollstamp. Deswegen habe ich so viel jetzt in Zwischenzeit so viel übrig, weil ich das immer wieder folieren musste, um eben diesen sozusagen der Rest, der da übrig bleibt, auch zu benutzen. Und mit der neuen Hot Foil Stamp funktioniert das super. Und dann auch von Manny's Shop habe ich einen Kommentar drunter geschrieben bekommen, dass man auf das Papier achten soll. Und sie hatte vollkommen recht. Am besten funktioniert es bei mir mit Calamandi 300 Gramm Naturpapier. Das ist ja dieses starke Cardstock ist es nicht, es ist schon Kopierpapier, weil die wärmen ja auch damit, dass da der Print so schön aussieht. Und weil es seitdem so, so glatt ist, hat es bei mir am besten funktioniert. Ich habe unterschiedliche Papiere probiert. Ich werde es jetzt gar nicht erst mit schwarzem Cardstock anfangen, das zu machen. Erst wenn ich jetzt ein bisschen was aufgebraucht habe, weil meine Box mit Stempelsprüchen, und dazu zähle ich das ja auch, ist ja ein Stempel in der Art, ist halt eben richtig voll. So, worauf wollte ich hinaus? Dass ich ganz, ganz viele Stempelsprüche habe, die foliert sind, weil ich ganz, ganz viel produzieren musste, um das halt eben zu testen. Und aber die erste muss wirklich einen Fehler gehabt haben, denn da ging ja gar nichts. Und mit dem Papier von Calamandi funktioniert auch die Billigfolie von Action. Ja,
Also an Minis Bastelshop, vielen lieben Dank. Auf diesen Tipp wäre ich irgendwie gar nicht gekommen. Manchmal ist man ja so fokussiert auf sein Ding und kommt dran, gar nicht auf die Idee, einfach mal ein anderes Papier zu nehmen. Dabei habe ich eigentlich ein glattes genommen, und zwar dieses Papier von, ach Mann, schlag mich tot, wie heißt denn das? Also da, wo alle, fast alle immer kolorieren, also diese Karteikartenpapier, das ist ja auch sehr, sehr glatt, aber damit ging es nicht, ne? Interessant, ne? Vielleicht weil es ein bisschen dünner ist. I don't know. Na, auf jeden Fall habe ich jetzt meinen Weg gefunden, bin happy und lasse euch jetzt mal mit Haut voll mal in Ruhe. So, wir kommen jetzt schon zu der Karte 3 bis 6. Da habe ich auch schon einiges vorbereitet, ne? Diese Kerzenstanzen sind auch von AliExpress. Die bestehen aus zwei Teilen sozusagen. Ich habe einmal in Weiß ausgekurbelt, einmal in Bunt und dann nochmal, einfach nur die vordere Spitze nochmal in Gelb, habe es einfach abgeschnitten und das hat ihn so zusammengesetzt. Ne? Ich weiß, die einen lieben sehr, sehr gerne ausmalen und ich mag sehr, sehr gerne durchkurbeln und zusammenkleben. Das macht mir besonders sehr viel Freude. Und hier und da male ich auch mal aus, aber irgendwie weiß ich gar nicht, wann ich das zuletzt mal gemacht habe. Kommt mal wieder. Ich glaube, zuletzt, glaube ich, im Dezember, da habe ich so einen Gnom ausgemalt. Oder ein paar mehr, weil ich da voll Bock drauf hatte. Aber gar nicht benutzt. Ne? Das ist dann immer so eine Sache. Ne? Benutzt man das gar nicht. Ja, nicht schlimm. Ist wie mit den Stanzteilen. Das wird auch mal benutzt. So, das alles hier wird zusammengeklebt. Ne? Der Rechteck ist einfach durchgekurbelt durch irgendeine Rechteckstanze, die seitdem so einen gestitchten Rand hat, damit es ein bisschen interessanter wird. Und dann habe ich zwei Banner ausgeschnitten. Also ein ist der Spruch, ne, foliert. Und der andere ist eben aus einem Rest von einem Papierchen. Genau. Und es ist auch fast gar nichts übrig geblieben. Ich glaube, ich zeige auch gar nicht die Reste. Die habe ich, glaube ich, einfach, weil es so mini war, weggeschmissen. Außer zwei Streifen habe ich mir aufbewahrt, will ich ein Lesezeichen mitmachen. Aber habe ich auch nicht gezeigt. Ist aber nicht so schlimm, ne? Die Kerzen hier habe ich auf Foamtape geklebt. Das sind diesen schmalen, die es bei Amazon, aber auch bei AliExpress gibt. Bestimmt auch jetzt bei Temu. Und das ist so 1,8 mm hoch. Also stand es auf jeden Fall in meiner Amazon-Beschreibung, als ich die bestellt habe. Dann nehme ich diesen glitzernden Nuvo Drop, tue ihn so in die Mitte und über, also da war ja vorher weiß, ne? Und über die ganze Flamme nehme ich hier den Nouveau Glaze. Der ist halt eben sehr, sehr flüssig und damit lässt sich großflächig etwas bearbeiten, damit es nachher glänzt, ne? Und hat auch so ein bisschen erhabenen Effekt, so wie gedomed sozusagen, ne? Ja, ganz schön. So, jetzt nehme ich hier, weil es schon relativ viel los ist, aber irgendwie wollte ich Glitzersteine benutzen. Bei einigen Karten benutze ich auch keine Glitzersteine. Sowas gibt es bei mir auch mal, weil er wirklich schon im Designpapier relativ viel los ist. Aber hier diese durchsichtigen, die geht eigentlich immer, ne? Also die hätte ich auch bei anderen Karten vielleicht verwenden können. Aber ist auch kein Muss. Ja, jetzt räume ich kurz noch auf. Und dann sehen wir noch die anderen drei Karten. Genau. Und hier habe ich einfach mal Luftballons benutzt. Ich glaube, die Ballons sind von AliExpress und die Schnur, die gab es mal in so ein Action-Set. So, kommen wir zur Karte 7 bis 10. Dann mache ich eine Minimaus. Ach ja, das liebe ich ja total. Ne? Einfach nur drei schwarze Kreise zusammensetzen, Schleifchen drauf, fertig ist die Minimaus. Also das ist das Easyste, was es gibt. Und ich mache das total gerne. Ich habe hier einmal ein Stück Papier, das ist jetzt 3 Inch. Sozusagen kann man dann aus einem Bogen zwei solche Karten dann machen, wenn du noch eine Mattung hast. Genau, und ich habe jetzt hier mit diesem Disney-Schloss genommen und ja, auch Luftballons und alles drum und dran. Alles Gute ist ein Hot-Foil-Stamp von Crealease. Und die Folie, die ist halt dem größtenteils, was ich hier benutze, ist diese Rainbow von Spellbinders. Genau. So, jetzt ist mein Kartzug hier in diesem Fall ein bisschen dicker, sodass ich jetzt zwischen den Öhrchen und Mauseköpfchen noch ein Reststück dazu klebe. Man hätte auch Foamtape nehmen können, aber da ich ja diese Schleife draufsetze, ist das schon Volumen genug. Genau, das beschwere ich mir mal flott hier eben. Dann habe ich halt eben so ein Kreis mir ausgestanzt, hat so einen gewellten Rand. Meins ist jetzt von AliExpress, aber es gibt es von so vielen Firmen diesen gewellten Rand. Ob es jetzt Crealease hat eins, Craft Emotion hat auch eins, bin ich der Meinung. Auch Create Smile, also ganz, ganz viele.
haben diesen Rand, auch bestimmt auch diese amerikanischen Marken, gehe ich mal davon aus. Aber mein Set ist schon super, super alt und ich habe es damals bei AliExpress gekauft und es funktioniert nach so vielen Jahren immer noch einwandfrei. Genau, jetzt nehme ich hier so Glitzer-Linien-Sticker von Love from Lisa, die sind ein kleines bisschen zickig, die, gerade so die dünnsten, die kleben manchmal ein bisschen zusammen und das Ende reißt manchmal so ein bisschen auf, sodass ich da ein bisschen was wegschnibbeln muss und das dann auch nicht aufbewahren kann. Ja, dann nehme ich jetzt hier die schmalste Variante, um einfach mein Mittelteil ein wenig zu betonen. Man kann natürlich auch schwarzen Tonkarton nehmen und drunter kleben, damit die Karte vielleicht nicht ganz so dick wird. Oder auch wenn du Washi-Tape hast in Schwarz, kann man das verwenden. Ich glaube, ich habe gar kein Schwarz mehr komplett. Naja, aber ich habe ja auch die Linksticker, dann benutze ich sie natürlich auch. So, dann kommt das alles Gute. Habe ich mit einem passenden Banner, also was heißt passenden, also irgendein Banner, der da über den Spruch gut passt, ausgekurbelt. Und genau, jetzt kommt mein Kreischen drauf und noch ein bisschen Flüssigkleber, weil das so ein bisschen gestitcht ist, einfach ja, für mich als Sicherheit, dass es auch alles gut hält. Ja, und dann klebe ich das schon fast auf meine Karte drauf. Ich gucke erstmal, wie ich das anlegen muss, damit ich das vielleicht nicht kürzen muss, die Karte. Aber wenn doch, dann ist das auch kein Ding für mich jetzt, ne? Ist ja immer nur ein paar Millimeter, die man da abschnibbelt. So, raufgebappt. Und dann ein bisschen schief geworden. Dann nehme ich auch so mein Pick-Tool. Oder manche sagen ja auch eine Ahle und gehe da noch ein bisschen drunter und hebe es noch ein bisschen an. Und jetzt meine Minimaus. Oder jetzt sieht es ein bisschen aus wie Mickey, aber mit der Schleife wird es eine Mini. Ja, und jetzt habe ich hier meine Loot Dots. Da platziere ich auf jedem Ende ein Dot. Und dann wird das festgeklebt. Und diese Schleifen, ich habe ja immer so eine kleine Dose, wo ich die Schleifen reinschmeiße. Die müssten aber jetzt von Action gewesen sein, aus irgendeinem Set mal. Ja, bin ich der Meinung, dass es die sind. Jetzt habe ich noch ein bisschen Kleber in die Mitte getan. Ist, glaube ich, gar nicht so notwendig. Und weil, wie gesagt, das Designpapier sehr wild ist, habe ich da auch keine Enamel Dots, keine Glitzersteinchen, nichts benutzt. Und diese Schleife hier ist jetzt aus Papier. Habe ich einfach mit einem weißen Gelstift ein paar weiße Punkte raufgemalt. Genau. So, jetzt haben wir hier Luftballons. Das ist eine Stanze einmal von Action und die andere müsste, glaube ich, von irgendeiner anderen Firma sein. Irgendwas, ich glaube Craft Emotion oder sowas in der Art. Da, ja, also Luftballons habe ich ein paar Stanzen da. So, und was habe ich dann noch gemacht? Ich habe mir von Action, nein, von AliExpress wahrscheinlich, einmal den Banner und die dazugehörige Mattung einmal durchgekuppelt, einmal in weiß, einmal mit rosa Pünktchen und dann, dass sie das im Hintergrund hier sind, ja auch Luftballons, dachte ich, passt das ganz gut, wenn ich vorne auch Luftballons drauf mache. Und ja, irgendwie total schade. Ja, jetzt ist irgendwie, ja, ich habe schon zwei nachbestellt. Das war jetzt meine letzte Rolle. Ich muss jetzt mit den Kleinen arbeiten. Aber irgendwie schade, dass ich das Kraftpapier irgendwie nie verwendet habe. Das sieht eigentlich auch total schön aus, aber ich habe irgendwie nie verwendet. Ja, naja. So, das ist jetzt ungefähr 10 mal 14,5. Ne? Ich habe einen ganz, ganz dünnen weißen Rand überall nur. Also ohne den ganzen weißen Rand mag ich das eigentlich auch nicht ganz so gerne. Ne? Auch es ist natürlich, meine Karte ist farb, also bunt, ne? Also irgendwie hellblau oder so, dann geht es auch wieder. Ne? Weiß ich auch nicht warum. Hat jeder seine bevorzugte Art. Ne? Da habe ich noch so ein Bannerchen hier ausgestanzt. Müsste eigentlich die Stanze sein von Action aus irgendeinem Set. Und die habe ich schon mal innen drin eingeklebt. Das zeige ich auch nicht immer. Meistens mache ich diesen Schritt mal ganz, ganz zum Schluss, wenn ich gucke, was ist denn so alles übrig. Und dann klebe ich sie erst so nachträglich rein. Aber auch nicht jede Karte hat so ein Bannerchen. Mal ja, mal nein. So, jetzt kommt hier diese große Wimpelkette, die auch diesen wunderschönen gewellten Rand hat. Und die klebe ich dann so, ja, eher so weiter oben hin. Aber das trotzdem noch so ein bisschen Rand hat, damit man das hübsche Designpapier von hinten jetzt nicht komplett verdeckt. Und dann kommen jetzt hier diese zwei Luftballons, die ich schon mit Foamtape beklebt habe. Und die Schnürchen, die gehören auch zu diesem Set, wo der kleine Luftballon herkommt. Wenn ich wüsste, ob das jetzt wirklich Craft Emotion war, ich weiß es nicht.
Auf jeden Fall war das ein ganz kleines Standset. Da kommt auch mal so das Wort Party mit raus. Ja, weiß ich nicht, kann ich dir echt nicht mehr sagen, aber ja, zu vielen Ballonsets gibt es immer so ein Schnürchen, ne? Action halt ja auch. Oder in diesem einen Set mit der Glühbirne, ne, das sind ja auch so ein Schnürchen mit bei, ne? Habe ich auch benutzt. So, das ist schon mal aufgeklebt, ne? Dann kommt das herzlichen Glückwunsch und das ist jetzt die Variante, was ich meine, was ich wollte, wofür ich diese durchgehende Solid Hot Foil Plate gebraucht habe und jetzt funktioniert das, ne? Jetzt habe ich aus diesem Spruch den Rest auch foliert und dann sieht das so schön aus, ne? Ich freue mich drüber. So, und hier nochmal die andere Variante. Und noch eine. Und ich glaube, noch eine vierte kommt auch dazu. Genau. Ja, alles herzlichen Glückwunsch. Passt ja mit Ballons und so, ne? So, jetzt kommen wir zu Karte 15 und 17. Da wollte ich so ein bisschen die Quadrate bearbeiten. Ja, da fummel ich mir das zusammen und lege es so nebeneinander und denke so, ja, das passt ja von den Höhen her. Ich habe aber dann nicht bedacht, dass ich jetzt hier da drüber klebe. Jetzt wird es ein bisschen kleiner als 14,5. Aber auch das ist nicht so schlimm. Dann ist die Karte insgesamt dann 14,4. Davon geht die Welt erstmal auch nicht unter. Ne? Wie ihr seht, benutze ich viele Reste. Ups, Entschuldigung. Jo. Entschuldigung, nochmal. Genau, jetzt stelle ich gerade fest, es ist ja irgendwie zu kurz. Also löse ich das mal kurz, lege es noch ein bisschen tiefer an, damit die Größe ein wenig wird. Ne? Und ihr seht, das ist jetzt irgendwie was 14,3 oder so. Ach, nicht der Rede wert, ne? Wir machen einfach weiter. Dann habe ich hier noch so ein anderes Rechteck. Und weil diese Karte, die ich hier gerade abfilme, ein wenig kleiner ist, finde ich, sehen die anderen zwei anders aus. Und ja, aber trotzdem ist das gefühlt nach dem gleichen Layout. Also ich habe, ja, ähnlich zusammengearbeitet. Wahrscheinlich ist auch dieses karierte Designpapier größer als die anderen. Aber da wollte ich ja jetzt auch nicht einen Zentimeter wegschnibbeln, um den dann wegzuschmeißen. Naja, auf jeden Fall mache ich das hier alles. Und weil ich wollte halt eben von diesen drei Quadraten mindestens dann drei benutzen, ist mir dann so schade. Die Sprüche sind in Englisch, deswegen habe ich zusätzlich immer noch so einen deutschen Spruch drunter geklebt. Ne? Also mit meinen folierten eben. Ne? Ich habe ja davon jetzt aktuell so viele. Und alles wird hier halt eben einfach gemattet. Finde ich auch schön, gefällt mir gut. Mache ich ja nicht immer, aber bei dieser Kartenform fand ich das irgendwie cool. Also ich habe das ohne, fand ich das irgendwie langweilig. Ne? Ich probiere mal so ein bisschen rum, ne? Bevor ich das alles zusammenklebe und auch filme. Außer es ist nur Designpapier für eine Karte da, dann sieht man mein Gefummel auch manchmal im Video. Und ja, und genug rosa, hellblaues Papier, Cardstock habe ich ja da, also gar kein Problem hier. So, nachdem ich jetzt alles hier zurechtgeklebt habe und fast alles zurechtgeschnibbelt habe, ich muss ja dann die Karte auch gleich ein wenig kürzen. Die nächste Maus ist alle. ja, kommt das halt eben hier auf die Karte drauf und dann lasse ich, deswegen liegt der Hebelschneider noch so ein bisschen im Weg, weil ich da weiß, dass ich da kürzen muss. Genau, da ist jetzt nicht mehr so viel, ne? So, das machen wir jetzt auch mal flott. So, jetzt wird einfach die Reste alles zusammengeklebt. Also einmal dieses Rechteck, wo ich einfach nicht mehr die Maße davon weiß. Genau, und da kommt halt hier mein Quadrat drauf. Das ist aber 2,5, glaube ich. Oder war das 3? Nee, ich glaube 2,5. Ach, unwichtig. So. Genau, das kommt jetzt weiter ein bisschen weiter nach oben und dann hat eben unten auf Foamtape schon drauf mein Spruch, der einfach da unten hinkommt. Und ich bin der Meinung auch hier, dass ich keine Glitzersteine verwendet habe, weil da schon relativ viel los ist auf der Karte. Oder? Aber Liniensticker, um das Pinke von dem Weiß noch ein wenig abzuheben und weil auch in diesem karierten Papier ein wenig Schwarz ja auch vorkommt, verwende ich hier meine Glitzerliniensticker. Ne? Ich sage schon ein bisschen. Die recht dünneren sind ein wenig zickig. Ach so, ich trenne das da oben ab, okay. Ja, da klebt es irgendwie nicht so ganz, ne? So am Ende, aber in der Mitte schon. Ja, dann mache ich das eben da oben hin. Ist auch schon ein Weilchen her, wo ich das Video gefilmt und geschnitten habe. Und das Voice-Over ist immer so der letzte Punkt, den ich noch machen muss. Und jetzt mache ich das hier gerade in Ruhe, es ist gerade Dienstag. Ich habe heute Spätschicht, also kann ich das noch schnell vor der Arbeit machen, weil ich weiß, abends ja, ist man manchmal auch knülle. Jetzt wird es auch ein bisschen warm und ja, genau. Und hier sind die anderen zwei Varianten, ne?
Da habe ich einfach ein bisschen Stencil, ein paar Sterne drauf gemacht, weil sonst mir das ein bisschen zu langweilig war. Hier habe ich einen Embossing-Folder benutzt. Ich glaube, der ist von EFKO. Also mit ganz vielen Pünktchen. Habe dann so ein hellblaues Papier mir genommen. Hier verwende ich doch das Kraftpapier. Hätte ich jetzt fast vergessen, dass ich das in dieser Karte verwende. Und dann habe ich mir so ein Banner, das ist jetzt 2 Inch ungefähr breit, einmal ausgestanzt, ne? Habe dann so einen kleinen schmalen Streifen hier verwendet, den ich jetzt matte. Und ich klebe es nur auf einer Seite fest. Also auf den rosanen Karton so klebe ich das Kante an Kante, weil ich brauche nur den Außenbereich. Weil die beiden werden dann so zusammengeklebt. Ich glaube, ich habe auch diese Kartenform schon mal gemacht oder Kartenlayout. Und dann sieht es so aus, als ob es alles zusammen wäre. Ja, jetzt muss ich aber mein Bannerchen ein kleines bisschen kürzen, damit meine Mattung da gut drauf passt, ne? Und weil mein Bannerstanze bei 2 Inch aufhört, ja, muss mein Kartenstock 2 Inch sein, das andere muss dann ein paar Millimeter weniger haben. Außer man macht das natürlich freihand, ne? Jedem das seine. So, mein Aufleger hier, mein Emboss, das muss ich ja auch ein kleines bisschen kürzen. Da achte ich drauf, dass es ungefähr 10 mal 14,5 ist. Das ist meine bevorzugte Auflegergröße. Manchmal ist es auch 14,4, kommt aber ganz drauf an. Aber so Pi mal Daumen. So, genau. Und jetzt kommt halt eben das Designpapier da drauf. Und da ist es. Ja, da muss ich noch ein bisschen kürzen, da waren mir die Abstände zu groß. Das geht ja mit dem Hebelschneider immer ganz gut, ne? Und auch dieses kleine Teilchen hier, was ungefähr 1 Inch breit ist, habe ich da schön die Ränder schon abgeschnitten. So, hier platziere ich in der Mitte ein wenig Klebeband und im Außenbereich Flüssigkleber, weil das ist also es ist ja embossed, das ist nicht ganz gerade, es hat Struktur und da nehme ich Flüssigkleber. So, dann vorsichtig draufdrücken, gucken, dass ich da in die Mitte getroffen habe. Habe ich nicht. Oh, seht ihr, jetzt habe ich meinen eigenen Picktool hier mit Perlen. Oh, dazu kommt auf jeden Fall noch ein Video, das muss ich aber noch schneiden und dann bequasseln und ja, kommt aber noch. Aber viele kennen die ja auch schon. Das ist jetzt nichts Neues. Ich habe mir das nicht ausgedacht, sondern das gibt es schon auch von anderen, meistens eher englischsprachenden YouTubern. Genau. Die nennen es auch mal Pookie-Tool, ne? Daher habe ich das. So, dann einmal mein Banner aufgeklebt und dann kommt jetzt mein kleines Rechteck dazu. Was jetzt, ich weiß gar nicht, ist es jetzt, ich glaube, es ist 12 cm hoch. Pi mal Daumen. So, da gehe ich mal ganz vorsichtig mit dem Falzbein rüber. Ich will ja nicht so sehr das Emboste kaputt machen, aber es soll sich trotzdem gut verbinden. Und dann habe ich hier mein Spruch. Der war schon da. Das ist immer so der, den ich am wenigsten benutze, aber für diese 2 Karten war das eigentlich ganz praktisch. Herzlichen Glückwunsch, das ist ein Stempel und die passende Stanze von JM Creation. Genau, und hier habe ich Cloud 9. Das ist ja auch ein Nuvo Drop, aber das nennt sich, glaube ich, Dream Drop. Davon habe ich ja 3 Stück. Also von der Sorte habe ich am wenigsten. Die sind auch am teuersten. Sind aber auch trotzdem sehr, sehr schön. Benutze ich wie gar nicht so häufig. Ich weiß auch nicht warum. Die sind seitdem sehr, sehr schimmernd und das ist so ein weiß-irisierendes. Seht ihr das? Ganz, ganz hübsch. Und genau, und hier die andere Variante, die ist seitdem mehr rosa. So, und da kommen wir auch schon Karte 20 bis 23. Da habe ich auch wieder die Mosaikstanze von Simple und Basic genommen, habe dann ganz viel durchgekurbelt, habe dann die Happy Birthday Stanze genommen, habe sie in Weiß, in Hellblau und einmal in Moosgummi durchgekurbelt. Dieses Moosgummi ist jetzt 1 mm hoch, das gibt es bei Teddy, bei Woolworth überall. Und es ist zwar nicht der gleiche Blauton, aber man sieht von diesem Dunkelblau gar nicht so viel. Und wenn man etwas sieht, dann ist das nicht so schlimm, dann ist das ja trotzdem irgendwie ein Farbschema passend, wie ich fand. Und ich finde es cool, wenn der Spruch so ein bisschen absteht. Genau, deswegen wird erstmal das Hellblau auf das Dunkelblaue geklebt. Man sieht ganz leicht diesen blauen Rand, aber ich finde es ehrlich gesagt schön. Es stört mich überhaupt nicht. Ja, das lege ich immer ein bisschen was Schweres drauf, soll mal ein bisschen ziehen. Und jetzt kommt
meine Randstanze und der Inhalt, es hat eben mit dem Block von Echo Park, ne? Die hellblauen, ich glaube, entweder ist das auch ein Designpapier aus diesem Block oder ich habe Cardstock noch dazu genommen, damit es hier 24 Karten draus werden. Kann man ja gerade mit der Stanze ganz toll machen, ne? So, genau. Ist einer meiner Lieblingsstanzen. Und gibt es bei Faltkarten, Kreativbund. Ich habe es damals bei Millikree gekauft, aber diesen Shop gibt es nicht mehr. Aber Faltkarten, Kreativbund, das weiß ich genau, dass die das haben. Und die anderen muss man gucken. Also ich glaube auch, dass Bastelwelt Schobes die bestimmt führt. Muss man einfach gucken. Ich habe da schon lange selbst nicht mehr geschaut. Ja. Ich bin ja die ganze Zeit auf der Suche nach Shops, die ihre eigenen A6-Stanzen machen. Ich bin der Meinung, dass ich auch letztens einen Shop gefunden habe, der viele hatte. Ist schon ein bisschen her. Ich weiß auch nicht, er heißt irgendwas mit Stempel. Entweder Stempel-Ledle oder Stempel... Wow, weiß ich gerade nicht. Ne? Das ist mein Problem. Und der hatte irgendwie 3, 4, so auch mit einem, so einem Rand, der ein bisschen durcheinander war. Und den gibt es plötzlich nicht mehr, diese Stanze. Und ganz, ganz komisch. Ich kann dir das auch jetzt auch gerade überhaupt nicht sagen, wie der hieß. Der Shop. Naja, vielleicht gibt es das auch wieder. Okay, oh, ein total unnötiges Gespräch hier. So, genau, ich habe hier Klebeband draufgepappt, so ein bisschen in der Mitte im Außenbereich, nehme ich ein bisschen Flüssigkleber, damit das so alles gut hält. Man kann es auch komplett mit Klebeband machen, aber ich vernachlässige mit Flüssigkleber relativ viel und ja, musste etwas mehr benutzen. Weil mein Klebeband geht so schnell alle und Flüssigkleber gefühlt die VBS, ich habe jetzt diesen 1 Liter VBS oder 750 Milliliter, ich weiß es nicht mehr. Und davon ist gerade die Hälfte weg. Also den habe ich schon echt super lange. Und dann habe ich auch noch Art Glitter Glue. Ne? Also ja, ich muss mal Flüssigkleber benutzen. So, und das, dann mache ich mir ganz dünne Striche. Das Einzige, was ich an Flüssigkleber manchmal nicht so mag, dass die Karte dadurch hart wird. Manchmal sich sogar ein bisschen wellt, auch wenn ich ganz wenig benutze. Oder manchmal auch ein bisschen zu viel wahrscheinlich. Ja, ich mag es, wenn die Karte nicht ganz so hart ist. Bei Boxen dafür genau das Gegenteil. Da mag ich das, wenn sie schön stabil und hart ist. Ja, und nachdem ich das ganze Designpapier hier aufgeklebt habe, kommt mein Spruch drauf, ne? Das Happy Birthday. Ist ja riesig, ne? Und dann beschwere ich das mal flott. Und dann suche ich mir noch ein paar Enamel Dots raus. Blau soll es jetzt nicht sein, sondern ich glaube rosa, genau. So, da habe ich ja hier so ein paar glitzernde, die sind ja auch von AliExpress, die sind total hübsch, ne? Also ich mag Enamel Dots super, super gerne. Die sehen doch aus wie Zuckerperlen, ne? So kleine Bonbons. So, da kommen da ein paar pinke drauf. Da ist ein wenig zu viel Kleber drauf, deswegen löse ich das mit dem Finger ein bisschen ab. Also ich nehme davon ein bisschen Kleber weg. Und dann kommt oben 2 und unten 3 und dann ist diese Karte auch schon fertig. Ja. So. Innen drinnen mache ich noch ein kleines Bannerchen. Da habe ich wahrscheinlich schon einige vorgestanzt aus kleineren Papieren, die nicht durch die Mosaikstanze wahrscheinlich durchgepasst haben. Und dann ging es dann los. So, dann ist die Karte auch schon fertig. Und dann zeige ich dir noch die anderen. Müssten ja 4 gewesen sein. So, diesen Stempel, der ist jetzt schon gebraucht, kann einer von meinen Zuschauern haben. Du musst nur drunter schreiben, ich nehme den Stempel, dann kommentiere ich das, dass du das haben kannst. Es wäre ganz toll, wenn du in Deutschland eine Adresse hättest und sonst gibt es keine weiteren Bedingungen. Du musst kein Abonnement haben. Würde ich mich natürlich freuen, keine Frage, aber es ist keine Pflicht. Ich will das nicht kontrollieren müssen. Es muss einfach für mich easy sein. Und der easyste Weg für mich ist einfach der Erste, der mir schreibt, ich nehme den Stempel, bekommt den. Und du musst dir aber gewiss sein, dass es ist Heidi Swap, ja, original, aber ich habe ihn schon benutzt, ne, damit du Bescheid weißt. Genau, das war's. Im Video geht's jetzt weiter. So, kommen wir zu der letzten Karte. Das ist die 24. Karte. Da hatte ich noch so nur 2 Streifen übrig. Wie gesagt, 2 Streifen habe ich mir aufbewahrt, weil ich damit ein Lesezeichen machen möchte. Ja, aber ansonsten ist der Block jetzt aufgebraucht. Ich habe hier ein Karo-Designpapier, das ist ungefähr 3 Inch breit und in der Höhe hat die eben 6. Und dann hatte ich noch so ein
schwarzes Designpapier mit vielen bunten Sternchen. Das habe ich dann einfach nicht wirklich in der Mitte geteilt. Ja, naja, aber wir werden das dann an den Seiten festkleben, dann so lange rumschnibbeln, bis es ungefähr das, also der mittlere Teil zentriert ist. Ja, genau, aber erstmal schneide ich das auf 14,5 Pi mal Daumen. Genau, und jetzt fängt das Geschnibbel ein bisschen an. Leichter wäre es einfach, eine A6-Stanze zu nehmen und das einfach durchzukurbeln. Ich kam einfach nicht drauf. Ich weiß auch nicht mehr. Ich habe auch so meinen blonden Moment gehabt. Okay, aber jetzt so Pi mal Daumen. Ich werde das mit Liniensticker noch ein bisschen besser zentrieren. Also ich würde einen Liniensticker auf Designpapier legen und das andere daneben und dann sieht das mehr zentrierter aus. Jetzt sieht man schon, dass rechts mehr schwarz zu sehen ist als links, ne? Aber das rette ich gleich. Das wird man gleich nicht sehen. Genau, so einmal da ein Liniensticker. Das sind auch wieder die schwarzen mit Glitzer, ne? Manchmal, je Lichteinfall, sieht das auch ein bisschen lila aus. Aber passt ja alles, fand ich jetzt. So, und das kommt jetzt dann direkt auf das Designpapier und dann ist es auch in Ordnung. Ne? Sehe ich das gleich? Ich finde, es zentriert sich dann von alleine. Ja, doch, ne? Also ich finde schon. Ich finde, man sieht voll den Unterschied. Okay, was habe ich noch gemacht? Ich habe noch ein Oval ausgestanzt, hat auch so diesen gewellten Rand. Das ist eine Stanze von Action und die liebe ich. Ich mag diesen gewellten Rand super gerne und kann mich immer kaum zurückhalten, wenn ich davon was sehe. Das Einzige, was mir noch so fehlt mit dem gewellten Rand, sind so Quadrate. Ich habe zwar großen gewellten Rand von Marianne Design, das ist ja ungefähr 13 mal 13 oder ein bisschen mehr, 14, noch was. Und ja, da fehlt mir, glaube ich, noch ein paar Quadrate, da habe ich, glaube ich, keine. Und ein paar kleine schon, also in diesen DIN-Lang-Stanzen von Action sind ja auch manchmal so gewellte Quadrate drin. Aber die sind schon relativ klein, die verwende ich gar nicht so häufig. Ja, na mal gucken, was sich da so noch der Markt einfallen lässt. Genau, hier mache ich wieder eine Minimaus, weil ja, ich mag die einfach total gerne. Die ist so süß und immer so freundlich und immer so lieb, ne? Ja, hat auch mal gute Laune, ganz toll. So. Die bekommt natürlich auch so ein pinkes Schleifchen. Bin der Meinung, dass früher Minimaus ja immer rot hatte, ne? Und jetzt aber, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren jetzt bei den neuen Sendungen, also ist das jetzt rosa, ne? Ich glaube, das hat sich so ein bisschen verändert. Aber ja, ich mache sie auch mal mit der roten Schleife, so ist es ja nicht. Jo, da habe ich relativ dünnes schwarzes Cardstock verwendet, deswegen habe ich da jetzt auch hinten kein extra Restpapier draufgeklebt, weil man merkt das kaum. Also man fühlt es einfach, ne? Also wenn du jetzt dahinter die Öhrchen klebst, dann fühlst du es, ob das jetzt wirklich total der Höhenunterschied ist oder ob es noch geht. Und in diesem Fall ging es, war einfach ein anderes schwarzes Cardstock. Auch hier wieder mit Glue Dot das Schleifchen klebe ich fest zwischen den beiden Öhrchen. Du kannst auch ein bisschen schiefer machen, ne? Ganz wie du magst. Und auch hier wieder, ne? Alles Gute foliert. Diese Stanze, die ich da benutzt habe, um das auszukurbeln, ist von AliExpress. Die hat eigentlich auch noch eine Mattung, aber die Mattung ist mir ein bisschen zu breit. Muss ich mal testen, ob mir das gefällt. Wenn nicht, benutze ich nur das Endteil. Ups, hat man meinen Magen geknurrt gehört? Nee, ne? Mm-mm. So. Auch hier klebe ich ein Bannerchen fest. Gehe dann nochmal über die Faltlinie drüber und dann kommt alles Gute nach unten drauf. Nehme ich da Foamtape? Ja, genau, 2 mm nehme ich hier. Ja, und da gibt es ja nur die eine Karte, ne? Machen wir da noch was? Und da nehme ich auch wieder Cloud9 von diesem Dream Drop. Ich hoffe, das ist Dream. Kann es einfach nicht erkennen von hier unten. So klopfe ich ein wenig ab und dann auch unten kommen dann ein paar kleine Kleckse oder Drops. Und dann bin ich aber auch wirklich fertig mit dieser Karte. Zeige sie dir noch ein bisschen mehr. Und dann sehen wir gleich alle 24 Karten ohne Schnelldurchlauf, also einfach real life, nur ein kleines bisschen geschnitten, damit es hier nicht sehr, sehr lang wird. Man hat sie ja schon alle gesehen, so gesehen. Aber ich baue es halt eben gerne zum Schluss nochmal auf, weil ich auch noch so ein Foto mache für mein Anzeigebild für das YouTube-Video. Deswegen, ja,
noch für mich noch mal so schön anzusehen. Ich gucke sie mir ja auch gern an. Ich bastle das ja nicht nur, sondern ich gucke sie mir auch gern an. Genau, und hier haben wir die vier mit den Wimpeln und den Luftballons. Da habe ich ab und zu auch mal Cardstock verwendet, ne? Also der gelbe, weil sonst hätte das alles nicht ausgereicht. Genau, die beiden hier mit Embossing Folder, was ich auch nicht ganz so häufig verwende, Embossing Folder. Hier mit der Musikstanze, die ich relativ häufig verwende, ne? Genau, dann immer so ein bisschen versetztes Weiße, ne? Hier mal die mit Schwarz, weil im Hintergrund relativ viel Schwarz war. Und hier halt eben wieder Hellblau. Und dann, wenn man sich das so ein bisschen bewegt, sieht man auch das Dunkelblaue. Genau, hier die 24. Karte. Muss ich, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Da sind die Drops noch nicht ganz trocken. Und hier die drei Minimauskarten. Ja, also ich finde das Papier wunderschön von Echo Park. Ich glaube, die haben auch ein paar mehr Disney-Blöcke. Ich glaube, ich habe doch noch einen von mit der nicht Mädchen-Variante, aber auch Doodle Park müsste auch zum Thema Disneyland auch was haben, bin ich der Meinung. Ja, kann man sich austoben. Genau hier, ne? Wie gesagt, habe ich das rosa Papier mit Stencil bearbeitet. Das ist ein Stencil von Action. Die mag ich sehr gerne. Hat Sternchen und Pünktchen. Und ja, was soll ich sagen? Wir sind am Ende, ne? Ich kann gleich arbeiten gehen, aber dir wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit dem Video. Hab vielen lieben Dank für die Kommentare und die Däumchen nach oben. Und ja, wenn du magst, sehen wir uns einfach in meinem neuesten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.